Ja, Mahlzeit, Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns wieder mal aus der Rubrik Schreibgeräte was Cooles an. Nämlich einen wirklich abgefahrenen Füller von Prometheus Lights. Das ist sozusagen die Firma, welche 4Sevens in den USA beerbt hat. Und ja, der macht nicht nur Lampen, sondern allen möglichen coolen EDC-Gear-Stuff. Unter anderem diesen coolen Stift aus Karton. Nee, Spaß beiseite, ne? Da ist natürlich nur die Verpackung, ne? Und da ist der wunderschöne Füller hier drin, der natürlich auch dieses Thema Bambus trägt. Denn sieht man schon, das sieht aus wie eine Bambusstecke aus massiv Titan. Sehr cool. Mit schönem Deckel zum Abschrauben und man kann auch hinten ansetzen und da wieder draufschrauben. Sehr schön. Hat auch eine spezielle Feder, aber ich werde mal die genaue Modellbezeichnung von Stift und Feder in die Videobeschreibung setzen. Habe ich gedacht, wenn so ein Ding schon mal hier ist, kann man das ja mal schön in der Kamera präsentieren. Denn so einen schönen Füller habe ich jetzt hier auch nicht alle Tage. Schön ist, ne, hier dieses Bambu-Design. Hier vorne natürlich zum Aufschrauben. Und da sind auch Minen drin, die habe ich auch noch nie gesehen. Ganz lange, dünne wie die normalen Minen, bloß hier und dann so auf, aber die sind extrem lang. Pelikan Edelstein Ink Collection. Und hier, was für ein Farbton ist es hier? Aquamarin. Extrem cool. Da hast du aber mal einen gewissen Vorrat an Tinte, muss nicht immer diese kleinen Tintenpatronen gleich wechseln. Schauen uns die noch schnell an, wie die präsentiert sind. Also nicht gewusst, dass Pelikan-Tinten auch so exklusiv bauen. Pelikan, Blechdöschen, schön geprägt, Edelstein Ink Collection, Ink of the Year, Aquamarin. 6 Stück, made in Germany. Und die sind nicht einfach nur hier drin, sondern nochmal so ein schönes Papierchen, ne? Und hier sind die Patronen, ne? Sehr cool. Hier oben haben wir das Logo drauf von Prometheus Clip. Darum habe ich mich auch noch gewundert, warum hier dieser Imbus mit dazugehört. Aber man kann hier, wenn man den Deckel abschraubt, hier innen gibt es einen Sechskant-Imbus. Damit kann man dann die Kappe abschrauben, um den Clip zu entfernen, wenn man jetzt den Füller zum Beispiel ohne Clip haben möchte. Also darum nicht wundern, wenn bei eurem Füller ein großer Sechskant dabei ist. So. Jetzt machen wir noch eine kleine Schriftprobe. Also wir können mal zum Vergleich meine andere Stifte gerade. Ich habe hier ganz gern Lemmy. Das ist was Einfaches, Günstiges, aber trotzdem gut. Da kriegst du dann halt mal für 25 € einen Füller sogar mit deinem Namen drauf oder für 25 € einen Kuli. Was ich auch ganz gern habe, ist Caveco. Das ist jetzt hier Special SBP. Auch mit meinem Namen drauf. Das habe ich von den Bogensportfreunden. Und mein Lieblingsstift eigentlich ist der kleine Caveco Lilliput. Ebenfalls Füller. Ebenfalls mit abschraubbarem Deckel. Und den muss man also wirklich hinten drauf schrauben. Sonst ist der Stift fast ein bisschen zu kurz zum Schreiben. Dann sieht man, dann hat eigentlich auch die Länge von einem normalen Füller. Aber ein Füller steht und fällt natürlich auch mit der Mine. Ich muss sagen, hier die KW-Kominen sind super. Die Lemmy-Mine ist minimal kratzig. Minimal, ne? Also der gleitet wirklich wie ein Kugellager. Der ist mehr so, ja, wie Washer. Die Messerfreaks wissen, was ich meine. So. Das ist alles Notizbuch. Das ist so Folie hier schon rückseitig her wieder anfangen, das Ding zu füllen. Wir können mal hier vorne reinschreiben. Hier vorne kurze Schriftprobe machen. Genau hier. Liegt toll in der Hand. Er hat natürlich so einen Preis in den USA.
270 Dollar, aber das bringt dir leider nichts in den USA, weil momentan die extrem exorbitanten Flugportokosten nach Deutschland, kannst du da mal so 65 Dollar Versand drauf rechnen und dann geht das Ganze mit Versand durch den Zoll, ne? Einfuhrumsatzsteuer, Zoll, pipapo, ja, da bist du dann mal gut bei, gleich mal so bei 350 Euro mit dabei, ne? Also teures Vergnügen, auch nicht meiner, ist ja auch bloß zum Test, ne? Oh ja, Aquamarin ist so, ne, türkis, sehr schöne Farbe, mal was anderes als immer nur blau oder schwarz und ja, Feder läuft toll. Also macht wirklich Spaß mit diesem Stift, mit diesem Füller zu schreiben. Kurzvorstellung. Prometheus Lights. Bamboo Edition. Erstaunlich, ja. Hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass hier diese Taschenlampenfirma einen Füller rausbringt. Aber natürlich cooler Schachzug, ne? Warum nur Taschenlampen, wenn man auch noch cooles anderes Gear herstellen kann, ne? Und wenn du deine CNC-Maschinen beherrschst, dann kannst du natürlich richtig, richtig coolen Stoff noch produzieren. Okay, sorry. Okay, das war's. Wollte ich auch einfach nur mal hier so festhalten auf dem Video. Okay, mach's gut, bye bye und immer viel Spaß bei Schreiben. Ja, legt wieder mal das iPad und das Smartphone zur Seite und schreibt doch wieder mal was mit einem schönen Füller. Macht auch Spaß, die ersten paar Mal kriegt ihr halt wieder einen Krampf in der Hand, aber geht vorbei, ne? Und macht Spaß. Ciao.